Moin zusammen, das Küken hat jetzt letztens den Knochen im Prison gefunden. Das heißt, er sucht den Schwierigkeitsgrad aus. Wir haben den Geist jetzt auf 150% Geschwindigkeit gestellt und zwei Beweise haben wir angemacht, ne? Ja, und wir haben Sprinten nebenan. Ansonsten ist alles so wie vorher eingestellt. Kiki hatte den Geist gefunden, deshalb hat sie die Map gewählt und das ist Willow. Also schauen wir mal, was das hier gibt mit einem 150% Geist. Das wird wieder so. Wie? Auch noch in so einer kleinen Map, ey. Wir müssen wieder ein Geisterfoto schreiben. Ja, das kommt jetzt bestimmt. Natürlich müssen wir wieder ein Geisterfoto schreiben. Hey! Küken, der letzte Pussenfall war die 3333 bei mir. Du musst uns das versuchen. Jetzt ist es 3334. Schon wieder Nebel, ey. Wir kriegen auch nur Nebel. Also, Vorbereitung, dann rein da. Federköpfe seid Le Fèdre hat die Kiki vorhin gekillt. Böses Le Fèdre. War doch so ein Lammergeist, ey. Je suis une plume. Nein, Le Plume de Fèdre. Mensch. Du, ich hab den Knochen. Hier, könnt ihr fotografieren? Mich schon? Ja, zwischen Küche und Hallway. Ich hab ihn. Das heißt, der nächste Schwierigkeitsgrad würde ich einstellen, aber das wäre dann das nächste Mal, wenn wir so dann spielen nochmal. Außer wir schaffen noch eine weitere Runde, sehen wir ja dann. Gleich Speedrun wegen. Der wird uns gleich speedrunnen mit seinen 150%. Ja. Oh, der ist hier unten im Keller. Ich hab den Geist und die Knochen. Oh Mensch. Sehr wahrscheinlich rechter Lagerraum. Toll, jetzt haben wir auch noch einen Kellergeist. Alles darunter schlagen. Was hast du denn gemacht? Laterne ausgepustet. Kannst die Laterne fotografieren, wenn du schnell genug bist. Okay, gucken wir mal nach Versteckchen. Mein Lieblingsversteck ist nicht da. Das Wohnzimmerversteck ist auch nicht da. Ihr könnt mal im Keller gucken, ob da ein Versteck ist. Ja, ich bin gerade hier rausgekommen. Es muss. Kannst ja mal hinten in dem Schlafzimmer gucken, in dem rechten, ob da eins ist. Der Keller ist gerade versteckt. Oh shit, wir haben einen schlechten Versteck-Spawn. Mensch, Leute, das ist der Hammer liegt da, das ist mal wichtig. Ja, natürlich. Okay, ich tue die Sachen jetzt mal so ungefähr dahinlegen. Küken, du kannst ja. Hast du einen Thermo dabei oder nicht? Ein Thermo? Ja, nein, ich nicht. Ja, dann hole ich jetzt einen Thermo. Süß, ich guck mal, ob ich Stotzos Humus sehe. Stotzos Humus? Homogene Dots oder was? Ja, ich mache auch, wenn mir langweilig ist, mache ich immer Scheiße mit der Schaufel. Ich hänge die an die Decke. Ah! Du bist ziemlich kalt. Der rechte Lagerraum ist aber kälter. Also ist es der rechte Lagerraum. Der rechte Lagerraum? Ja. Ich hab die Docks doch so schön. Ich schwenke es oben rechts im Schlafzimmer. Also ein Orbi sehe ich jetzt keinen. In dem Schlafzimmer, in dem rechten? Ja. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Es sind Salz gelatscht. Ein Salz brauchen wir noch für oben für den Ghost Highway auf jeden Fall, ne? Nicht alles da oben. Glowstick hier. Ich glaube, Kiki hatte vorhin einen Glowstick. Ja. Hast du ihn nicht runtergebracht? Nee, das Versteck habe ich ihn. Ich brauche hinten einen Schlacht. Ja, ich schmeiß dir einen. Achso, da bist du ja. Hier, nimm den. Ich kann den Garten nicht schmeißen, wenn der am Schütteln ist. Das ist auch immer so bescheuert. Wo ist denn das letzte Salz? Hier, ich baue kurz den Ghost Highway zu Ende. Also dann baue ich den in Richtung rechtes Schlafzimmer, weil das ist am safesten. Dann tue ich eine Cam in Richtung Flur, wo der Schrank ist. Richtig schön. So. Dann hier ein Sensor. Okay. So, dann brauche ich noch Laternchen und Taschenlampen. Wie mal die Spirit Box. Denkt dran, dass ihr noch einen Soundsensor an die Tür da stellt, unten wegen Yohei. Was hast du denn aus? Oh, du Arsch des Keksos. Hä? Ich will mich doch verkacken. Ey, hat er den Pinsel geworfen? Ein EMF habt ihr schon da unten, oder? Ja. Okay. Wo ist eine Kamera? Ach, ich hab einen.
So, dann nehme ich dieses EMF jetzt für hier oben hin. Aha, das hast du geworfen, oder? Okay, Küken, eine Kamera ist oben in der Nähe vom Versteck, falls wir nachher ein Geisterfoto machen müssen, damit keiner extra runterrennen muss, um... Wieder ein Geisterfoto scheißen. Ja, genau. Wir müssen wieder Geisterfotos scheißen. Ey, der wird aber eigentlich schon viel. Hä? Was ist jetzt hier reingemacht? Habt ihr da unten schon einen Soundsensor an der Tür? Ja, dran. Okay, dann tue ich einen Soundsensor hier oben noch hin in die Küche. Falls der Geist uns ein bisschen abhanden kommt. Und einen noch hier rüber, damit das ganze Haus so abgedeckt ist mit den Sounds. Ich hatte gerade ein Whisper. Ja, dann kannst du nach der Sanity schauen. Nö. Weise habe ich noch einen. Ja, ich tue die mal hier in die Garage. Oh, das ist jetzt heiß. Bist du gegangen? Noch gar keine Beweise? Dann ist das bestimmt wieder ein Goryeo. Och nee. Ja, wenn man gefühlt keine Beweise kriegt, ist es meistens ein Goryeo, leider. Nee. Das ist so nervig. Das akzeptiere ich nicht. Jetzt hat halt immer nur Goryeos, weißt du? Oh mein Gott, EMF 5! Ja, ja, das ist einer der Goryeo-Beweise, ja. Achso, guck mal, aber ehrlich, er wirft schon so einiges. Dino, dann ist deine Tische nur 44. Vielleicht ein Gin? Oder warst du die ganze Zeit im Dunkeln da unten? Ja, ehrlich gesagt schon. Ich weiß gar nicht, wo mein Smudge ist. Aldino, ich bin über 90. Wo ist denn mein Smudge? Voll der Geist ist raus. Oh, wie? Das ist ein Glorio. Oh, Gefrier. Gin, denk ich mal. Denk ich mal, wo ist das Empf? Ich denk mal, der hat die Fähigkeit an dir benutzt, wenn deine Sanity so am Arsch ist. Hast du schon Fotos gemacht hier? Aber Gesalzfotos fehlen mir noch. Ja, da fehlen noch ein paar. Ja, wir kriegen ja nur zwei Beweise. Also ist sehr wahrscheinlich ein Gin. Oh mein Gott, der Zoom-Effekt vom Gin nachher. Das wäre ja krass, ey. Ja, und EMF 5 hat das Küken gerade eben ja gesagt. Okay, dann ist auch ein Gin. Drei Lustfotos brauchen wir noch. Drei Lustfotos. Hier hast du Laternos, da kannst du nachher fotografieren. Ich geh mal, bleib du. Ah nein, das ist EMF da. Ich wollte mit einem Breaker gehen. Ja, geh du das Foto machen und dann kannst du es mir geben. Was sieht denn? Da hinten eine Dose, oder? Ich schneide. War es ein EMF 2 oder was? Ja. Okay. Und hier ist dein EMF. Die Laterne? Was hat er gemacht? Ja, ich gucke gerade. Irgendwas hat er geworfen. Hier irgendwo. Hä? Nee, die Kamera nicht. Hier, diese Dose. Warte. Ja, diese Dose. Warte, ich schmeiß die hier unten hin zum Glowstick. Hier, da. Die Dose. Ja, genau. Ich gehe zum Brecki. Wenn das ein Gin ist, müsste er seine Fähigkeit am Brecki benutzen. Kiki, der Durchschnitt von der Sanity war aber noch hoch genug, oder? Ja. Das war mit 88 oder so. Ja, okay, dann ist ja egal, wenn das Quick noch ein bisschen Sanity verliert. Also im Ghost Event hast du keins abbekommen, ne? Nee. Dann kann das ja nur die Gin-Fähigkeit gewesen sein. Obwohl, Küken, komm du mal hierher und bleib du mit dem EMF mal hier am Breaker stehen und ich gehe zum Geist in den Raum. Wo bist du denn? Ich? Ja. Wo ist der Breaker denn? Wow, der hat das Buch gerade geworfen. Da ist der Breaker. Hier unten im Keller. Warum bist du aus dem Raum rausgegangen? Ich stand extra hier am Breaker. Weißt du, es muss jemand im Raum sein. Geh zum Breaker, der Dingens ist da. Das EMF liegt da. Was ist mit dir? Warum ist deine Sanity so weit runtergegangen? Küken, guck mal, ob da ein EMF am Breaker ist. Schnell. 52. Schnell. Schnell. Nix. Hä? Also, Tino Sanity ist jetzt auf 20. Eileen ist auf 51 und meine auf 93. Ja, komisch alles. Kiki, achte mal auf meine Sanity, ob die plötzlich runtergeht. Beobachte die mal. Und Küken, du bleibst mit dem EMF am Breaker stehen und sagst mir, wenn da ein Reading kommt. Nice. Ich versuche extra in 3 Metern Range von dem Geist zu bleiben.
Also wenn ihr den Djinn auf diese Weise testen wollt, es muss einer im Geisterraum sein, innerhalb von 3 Metern von dem Geist, weil sonst bringt das nichts. Das ist ein Djinn. Ist EMF losgegangen? EMF 5 am Rick. Habe ich 25 Sanity verloren, Kiki? Ja, zeig hast mal du. Das EMF. Hast ja. du. Ja, ich hör's. So, das ist die Djinn-Fähigkeit. So kriegt ihr die. Es muss einer im Raum sein. Und Kiki, ich habe 25 verloren, oder? Ja, genau. Jetzt verliere ich nochmal 10, oder? Ja. Ja, das war nämlich der Airball. Okay, Küken. We need to scheiße eine Geisterfoto. Ja, hier oben machen wir das jetzt gleich. Kiki, wie hoch ist der Durchschnitt? 45. Okay, perfekt. Küken, bring das Gutsi jetzt noch mit. Bring es schnell mit. Bevor der hantet, schnell. Nimm das Gutsi, ich... Ja. Oh. Ich hätte den Backup mit dem Smudge gemacht, weißt du? Ja, jetzt habe ich schon. Ja. Meine Güte, ey. Ich dachte, du wärst direkt hinter mir. Ich habe extra meinen Sprint abgewartet. Oh mein Gott, ich will den Djinn Charge jetzt sehen mit 150%. Das ist bestimmt lustig. Ja, genau. Deswegen habe ich das schon eigentlich. So. Ah nee, hier ist ja überall Salz. Ich muss den Djinn Charge da hinten testen dann. Okay, Küken, nimm die Kamera. Wir machen das erstmal hier und den Djinn Charge machen wir nachher dann. Ich hab schon getan. Obwohl, hier ist ein zweiter, dann mach ich so. Ja, ich hab ja extra mehrere hier getan. Warte mal, ich guck mal kurz mit dem Kruzi, ob das 3 Meter sind, wenn ich hier stehe. So. Ja, wenn ich hier stehe, sind das mehr als 3 Meter auf jeden Fall. Okay, wenn der dann durch die Tür da kommt. Das heißt, wir müssen den Djinn Charge zumindest kurz mitbekommen. Schnell weg da, Küken! Wow! Hinter dir, schieß, 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 schieß! Scheiße, ich will den Djinn Charge aber haben. Ich habe gar nicht gehört, dass die gehandelt hat. Alter, wie schnell. Ja, das sind 150%, ne? Okay. Oh, wie... Puff, krass. Jetzt machen wir das noch hier hinten einmal mit dem Djinn Charge. Ich will das einmal hören, auch wenn ich dabei jetzt sterbe. Könnt ihr mal die Spirit Box benutzen, nur Spaß? Oder machen nee, der hat keine Spirit Box, der Djinn. Scheiße. Wo verstecken wir uns? Wir laufen durch den Geist dann einfach durch und laufen da hinten in das Versteck wieder. In die in Garage oder da ganz hinten durch? Da ganz hinten durch. Ah, ja, wir können doch sprinten. Hast du auch 2 Smoothies? Ja, ich habe 2. Du kannst ja dann, ich lasse diese Tür hier zu, obwohl ich lasse die angehen. Wenn wir hier durchlaufen, müssen wir diese eine Tür hier zumachen. Dann können wir nämlich uns ganz rechts halten und so sieht er uns dann zumindest nicht, wenn wir dahin laufen. Du bringst mich hier in Sachen. Wir müssen auf jeden Fall, lass die Tür auf jeden Fall auf, wir müssen auf jeden Fall in Sichtfeld sein und mehr als 3 Meter von dem weg. Und je weiter wir weg sind, desto besser merkt man den Effekt. Wir bleiben auch extra im Dunkeln, damit die Sanity runtergeht, weil das ist ja noch eine der Aufgaben. So. Dann bin ich mal gespannt, ob wir diesen Djinn Charge hören. Das wäre echt lustig. Okay, dann warten wir auf den Hand. Oh. Hand. Hör jetzt hin. Komm ein bisschen zurück, damit das... Damit wir... Hör hin. Ach Mist, sie geht wieder direkt runter. Will die mich verarschen? Hat die Angst vor uns? Da. Ich hab keinen zweiten Smudge, scheiße. Lauf, 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 lauf. Ich glaube, sie hat uns nicht gesehen. Hä? Sie hat schon aufgehört. Was? Scheiße. Ich dachte, ich habe 2 Smudgies. Hä? Wo ist denn der letzte Smudge? Es fehlt ein Smudge. Aber guck mal, wir haben es überlebt, siehst du? Mit der Fliegenschaufel. Siehst du, wir haben es geschafft. Ey, Mann, was ist das denn für ein Rennauto, ey? Ja, das ist der Djinn Charge mit 150%. Ey, das ist krass. Wir brauchen noch die 25%-Aufgabe. Ich muss mal den anderen Smudge suchen. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Soll ich schon mal reinkommen? Ja, Kiki, wie niedrig ist unsere Sanity? Sonst musst du noch reinkommen, wenn unsere nicht reicht. Weiß ich. Ja, okay. Ah, ich habe ihn gefunden. Der war da in der Ecke. Ey, Mann, ey. Was macht denn der Geist da unten? Der tut da gerade werkeln da unten, ey. Kann auch sein, dass ich das kann mit meiner Schaufel. Ach so. Ja, Kiki, kannst dich da in das Versteck setzen im Dunkeln. Ach, weißt du, so ein Djinn ist ein perfekter Geist für Highschool oder Sunny Meadows, ne? Der macht niemals den Breaker aus. Das heißt, du musst niemals laufen. Ja, aber... Einziges Szenario, wo du laufen musst, ist, wenn du zu viele Lichter anmachst. Dann bist du es aber selber schuld.
Der ist auch Gras, ey. Ist der Glück, wie der sagt, das sind die Ohren. Ganz offen. Lass mich. Also Küken, das Wichtige ist, wenn du so weit vor einem Geist wegläufst, wie wir das jetzt gemacht haben, der Geist ist ja durch den Smudge in die Garage gelaufen, ne? Deshalb hat er uns hier nicht mehr gesehen. Und das Wichtigste ist, dass du wirklich hier immer direkt so schnell es geht, so Line of Sight unterbrichst, um die Ecken läufst und dann auch immer, wenn du in so einen Raum reingehst, die Tür so zumachst, eben damit der dich nicht mehr sieht. Das ist eigentlich der Schlüssel, wie man immer entkommen kann irgendwie. Solange du irgendeine Ecke hast, die, um die du laufen kannst, um Line of Sight zu unterbrechen, hast du meistens eine gute Chance zu entkommen. Wow! Geht los! Ich hab dir keinen Schatten hören! Ich bin tot! Scheiße! Schaden nichts. Ja, okay, ich lass mich umbringen, weil sonst würde einer einen von euch töten. Oh nein! Ich hab Angst gesmatscht, weil die kam da die Treppe hochgeschossen, ey! Ich wollte doch nur ins Badezimmer! Ja, du immer mit deinem Spirenzchen! Okay, Kiki, okay, ich glaube, jetzt ist unsere Sanity niedrig genug raus. Raus! Ja, selber schuld! Das kannst auch sterben. Ich sag dir immer, du sollst dich vor der Arbeit auskacken und ausscheißen. Mensch! So ein Pups. Ja, aber wie bin ich zu euch reingegangen? Hätte der vielleicht einen von euch getötet. Deswegen habe ich mich einfach töten lassen. Weil ich hab den schon so beschleunigen sehen lassen. Ja, wahrscheinlich. Da wäre ja wahrscheinlich einer von uns tot gewesen. Ja, ich musste ja sofort smudgen, weil die kam da die Treppe hoch. Ich konnte da nichts mehr groß hinauszögern. Ich habe gar nicht gehört, dass die am Handen war. Ey, hast du was gehört? Ich höre. Ja, Kiki, warum sagst du das dann nicht? Immer so hoch, Alter. Ja, Küken, du wolltest 150% Geist, ne? Also trag den Gin ein und Abfahrt. Ey, heilige Scheiße, ey. Ja, du wolltest ja die Geschwindigkeit. Mann, ey. Ich bin lustig. Warum wünsche ich mir so was auch? Jetzt unter. Hey, aber es war immer ein perfekt Game gewesen. Lustiger Geist, sei richtig lustig. Der erste Gin-Charge gehört mit den 150%, das ist schon krass, ey. Das war abnormal. Das krasseste ist immer noch ein Revenant mit 150%. Ich hab mir damals so in die Hosen gekackt, ey. Der hat dreimal seine Fähigkeit benutzt. Das war das, wo wir die Sanity immer verloren haben. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.